Wir sind hier auf der ProWein am Mosel-Gemeinschaftsstand und neben mir steht Ansgar Schmitz, Geschäftsführer der Mosel-Weinwerbung. Herr Schmitz, hallo, grüß Sie. Hallo. Wie war die bisherige Resonanz auf dem Gesicht? Ja, bislang läuft es schon sehr gut. Es ist ja ganz gut angelaufen. Zuerst war es wie immer sonntags etwas ruhig. Aber dann haben wir dann doch jetzt schon einen regen Betrieb hier bei unserem Stand. Auch eine gut besuchte Verkostung schon gehabt. Also alle Anzeichen stehen dafür, dass es so wie in den letzten Jahren eine sehr erfolgreiche Messe wird. Und kurzer Tipp noch zum 11er Jahrgang. Wie ist er in der Mosel geworden? Der 11er Jahrgang ist sehr gut geworden. Also die Qualität ist hervorragend. Auch die Menge ist ganz gut im Verhältnis zu dem sehr knappen Vorgängerjahrgang. Damit haben wir eigentlich die Voraussetzung, den Markt auch kontinuierlich zu beliefern, was mit dem 2010er schwierig war. Wir haben jetzt sehr fruchtige, harmonische Weine, die schon sehr früh zugänglich sind. Manche erinnern auch jetzt bei den ersten Proben an den 2009er mit Kräuteraromatik. Also auch durchaus häufig anzutreffen. Und wir erwarten doch da einen sehr vielversprechenden Wein von. Also Moselwein für die Welt dieses Jahr. Ja, also wir können dann auch die leichten Rückgänge, die wir im Export leider wegen der kleinen Erntemenge 2010 doch hinnehmen mussten, denke ich, wieder ausgleichen. Und auch im deutschen Markt ist dann doch gewährleistet, dass ausreichend Wein zur Verfügung steht. Und ich denke, das ist eine gute Voraussetzung für unsere Betriebe. Okay, besten Dank.